und Kohle. Das hat so, dann gehen wir mal zu Kjorn. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Achso, bei dem waren wir schon. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Dann gehen wir zu Biff. Das hätte doch was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Warum erfahre ich das jetzt erst? Das habe ich früher auch immer schon gut. Ich habe so einiges gehört. Genau das habe ich auch. Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Was sonst? Das hat er doch vorher. Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Genug, um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Das hast du nicht gewusst. Das hätte doch besser wissen müssen. Oder du wirst tot sein. Und wenn schon. Ich werde mich da nicht. Das gehört dazu. Wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren. Mehr Ärger. Ich habe so. Wie wäre es, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Der war doch stolz. Warum nicht? Was zahlst du? Das interessiert mich nicht. Der ist gerannt, ja, als was soll man selbst hinter ihm her wäre. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wie wär's denn mit der Hälfte der Beute? Du bekommst die Hälfte der Beute. Mich brauchst du. Das hört sich gut an. Aber ich warne dich. Verarsch mich nicht, sonst wirst du es bereuen. Es war genauso. Und noch was. Ich will keine Waffe oder anderen Krempel, den du hier aufsammelst. Mich interessiert nur das Gold. Kapiert? Das hat er doch vorher gewusst. Meine Meinung kennst du ja schon. Läuft er uns jetzt mies? Na. War doch seine Entscheidung. Als hätte ich gemeint, der begleitet uns. Ey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Das ist doch nichts Neues. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer. Weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. Ich hab so einiges gehört. Oh oh. Und Thomas schon wieder Ärger? Der muss einfach mehr trainieren. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Schnee wickert. Ach, das ist schon fort. Oh, jetzt kommen alle. Was möchten die denn alle von mir? Ihr sollt doch Drachen jagen und nicht mich. Ja, jetzt sehe ich im Moment gar nichts. Bleib stehen, du Lump! Oh, der läuft uns immer noch nach. Ach, das ist Biff. Ach, das ist gut. Ja, Biff, dann gehen wir gleich mal Orks jagen. So, da hätten wir noch einen Snapper, einen einsamen. Aber nur mal lang. Und wieder eins von diesen Biestern. Da sind noch mehrere. Ja, das wird heiter. Ach so, der macht uns die ganze Arbeit. Das ist gut. So, dann machen wir mal. Auf, Kollege, das sind noch mehrere. Nicht.
Da sollte es mal auch locken. Schon wieder eins von diesen Biestern. Oh. Das war's mit dir, du Mistvieh. Wir brennen. Oh, die sind aber Stockgewieher. Was treibt der? Lass mal machen. Jetzt haben sie ihn umgebracht. Sind denn die so stark, die Feuerwarane? Ja, das war's mit Biff. Also, so schnell sind wir unseren Kollegen schon wieder losgeworden. Natürlich wollte er stärker. Die scheiß Drachensnapper. Die machen unglaublich viel Damage immer. Was ist das da vorne? Noch einer? Da hinten haben wir Orks. So. Kommt denn der ohne? Ja, ohne ist immer gut. So, haben wir denn noch mehr Orks? Da ist noch einer. Denn wir brauchen, wie gesagt, noch mehr Erfahrungspunkte. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut, das können wir nämlich alle. Drei Stück. Ja, wenn du die Ohren kümmert hat. Was haben wir denn an Zaubersprüchen? Ach, halt, Moment einmal. Wir müssen ja nicht so viel laufen, pass auf. Goblin-Skelett haben wir auch noch. Zur Burg. Machen wir einfach so. So, geht doch viel schneller. Ist da was drin? Nicht? Nix. So, jetzt soll ich sagen, schauen wir mal zu wie hat denn der geheißen? War das Lord Hagen? Na, Garund war das. Lord Hagen war ja der Anführer von den Paladine. So ist es Enos Wille. Was ist denn das dafür, ne? Anga. Von mir erfährt keiner was. Sag nicht, das hast du nicht. Kenn ich dich nicht? Ich hab da meine. Du bist Chor Anga. Du warst Templer im Sumpflager. Das hab ich. Nenn mich Anga. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume.
Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Tja, sein Amulett, das werden wir natürlich wieder suchen dürfen. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Ich habe so einiges gehört. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Ich denke darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Das war genauso, wie du sagst. Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen. Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle. Ich glaube nicht, dass ich da was ändere. Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen, dort, wo ich als Letztes gewesen bin. Es gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Findlingen umgeben ist. Das war doch schon. Ich muss gehen. Klar. Pass auf deinen Rücken auf. Ein Höhlengrab im Süden. Das können wir uns dann auch mal anschauen. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. So, schauen wir mal zu Garon, was der so sagt. Vielleicht gibt es irgendwas Neues, was drin hat. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst die Drachenjäger draußen im Hof? Die können uns helfen. Aber es sind einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Der strategische Offizier Oryk, wer ist denn das? Ja, doch. Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen, nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Ich heiße dich in unserem Orden willkommen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Das möchte ich doch hoffen, Freunde. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Ist es Össe? Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Im Moment habe ich leider nichts für dich. Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Du bist der Einzige von uns, den wir hier entbehren können. Alle anderen Ritter werden hier gebraucht. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen.
Okay. Wir sollen Hoshpak töten. Gut, das machen wir. Gut. Ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. So, gibt's denn Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Wenn das bloß gut geht. Was war denn da mit der Ausrüstung? Ich brauche mehr Informationen. Im Moment habt